Weiter geht's mit Cities Skylines 2. Für die YouTube-Zuschauer als Video. Wir sind live bei Twitch. Und wir machen weiter. Das ist unsere wunderschöne Stadt. Ich habe die Mod 81 Tiles aktiviert. Und wo wir gerade bei 81 Tiles sind, es wird, eben gerade gelesen, vor ein paar Minuten auf dem Handy, 441 Tiles geben in Cities Skylines 2. Aber die sind deutlich kleiner, so hat der Entwickler geschrieben, als die aktuellen Tiles bei Cities Skylines 1. Das soll am Ende ungefähr die gleiche Größe geben mit Mods wie in Cities Skylines 1. Und die Kartengröße sind, jetzt muss ich mir überlegen, 159 oder 157 Quadratkilometer ist die Karte hinterher groß. Aber wir wollen ja Cities Skylines 1 weiterspielen. WTF. Ah, zu hoch. Ja, alles klar. Gut. Mods. Und, also Modifikationen, nicht Moderatoren. Nichts gegen euch, Little King und Steel. So, was wollen wir machen? Wir lassen erstmal weiterlaufen und wir wollen neue Gebiete erschließen. Das ist so das Ziel, was ich mir heute gesetzt habe. Wir gehen erstmal hier unten hin und ich möchte gerne hier diese ganze Reihe kaufen. Wir fangen mal hier oben an. Und dann zeige ich euch, warum ich das gerne machen möchte. Einmal den Bereich. Und jetzt möchte ich gerne von hier eine Autobahn bauen. Hier rüber. Und hier entlang. Und da rein. Warum will ich das machen? Wir haben hier in diesem Bereich ein großes Erzvorkommen. Und ich möchte gerne eine große Erzindustrie aufbauen. Und die will ich eigentlich hier an diese Autobahn-Connection anschließen, sodass die quasi idealerweise hier lang geht und hier die Autobahn abzweigt. Wir müssen mal gucken, ob wir das vernünftig hinkriegen und dann hier wieder reinmündet. So wollen wir das machen. Und ja, das ist so der Plan. Jetzt hoffe ich mal, na, es ist noch Nacht. Dann können wir das nachts mal schauen, dass wir so ein paar Kleinigkeiten hier umbauen. Zum Beispiel die Häuser hier abreißen. Jetzt muss ich tatsächlich die Musik nochmal ein winziges Stückchen leiser regeln. So. Warum hast du um den großen Kreis eine Kaimauer gebaut? Ja, seht ihr, das habe ich euch gar nicht gesagt. Hier vorne, da rein, ist mal ein Meteor eingeschlagen. Und damit die Welle nicht die Stadt überschwemmt, weil wir haben ja alle DLCs aktiviert, habe ich hier eine große Mauer drum gebaut. Und der nächste Punkt ist, damit es hier keine Probleme gibt mit zukünftigen Sachen, haben wir ein komplett erneuerbares Energie- und Wassersystem hier installiert. Das heißt, wir pumpen das gesamte Wasser unserer Stadt hier raus und schütten das Abwasser hier wieder rein, weil wir dafür die ökologische Abwasseraufbereitungsanlage bauen und aus dem DLC die schwimmenden Müllsammler, die das Wasser nochmal zusätzlich reinigen. Und wenn wir uns hier die... Wo ist sie? Lärmverschmutzung ist hier... Ja, es ist, glaube ich, klar. Lärm ist es hier... Lärm haben wir auf jeden Fall. Ich suche aber die Umweltverschmutzung. Ist die hier? Wo haben wir sie? Umweltverschmutzung... Da kann man sehen, ich gucke mir nie die Umweltverschmutzung an, weil ich davon ausgehe, dass das Wasser immer sauber ist bei uns. Gucken wir es uns da an. Wasser, nein, ich wollte... Ist das Abwasser? Da. Auch nicht. Wo war es denn? Jetzt habe ich echt die Umweltverschmutzung. Guten Abend zusammen. Naja, auf jeden Fall, ich muss echt nochmal gucken, ich habe die Umweltverschmutzung vergessen. Wurscht. Über den Feuerwehrhelm. Wo ist ein Feuerwehrhelm? Ach, da. Guten Morgen, Nerd. Schön, dass du auch da bist. So, also, ihr seht, auch keine Umweltverschmutzung hier. Deswegen habe ich hier so einen erneuerbaren Wasserkreislauf gebaut. Das versorgt unsere Stadt auch mit Wasser. Wir haben nur so ein bisschen das Problem, dass es hier tatsächlich so allmählich weniger wird. Ihr seht, der Wasserstand sinkt ein ganz bisschen. Aber das ist okay. So, also, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die erste Kreuzung bauen. Und wie gesagt, ich will hier rüber gehen. Und dann eigentlich hier mit einer Brücke schön rüber.
Und dann hier lange Meter lang. Und dann im Prinzip hier an diese Ecke rein, dass die hier in diese Outside Connection, dass die dann da lang können. So ist zumindest mein Plan. Tja, jetzt könnten wir warten, bis das Licht irgendwann aufgeht. Aber das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis hier... Na? Wird es jetzt langsam morgen? Ja, die Dämmerung beginnt. Oh, ist das nicht toll? Ist das nicht ein Anblick, Leute? Boah. Genial. Oh, war das cool. Das muss ich jetzt einmal sagen. So. Okay. Also, Pause. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir diese Häuser hier nochmal abreißen. Das wird hier noch ein bisschen öfters passieren. Hier gibt es zu wenig Personal. Kann man leider nicht ändern. Okay, gut. Also, hier geht es weiter. Und jetzt wollen wir hier einmal den Break machen. Hier hat es gebrannt, ne? Eieiei. Na gut, ist nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir erstmal, welche schönen Autobahnkreuze wir haben. Und da würde ich tatsächlich, ich denke, wir nehmen dann Standardkreuz. Das ist ein normaler Highway Exit. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas anderes Schickes dabei habe. Ne, das sind vorgefertigte Kreuze. Die gibt es dann in Cities Skylines 2 auch zum Bauen. Ich denke, wir nehmen das Standardding und werden das dann hinterher... Wir nehmen das Standardteil und werden das dann hinterher ein bisschen optimieren für Notfälle. So, jetzt mal gucken, wie... Ich würde gerne hier hingehen. Hallo? Einmal da bitte. Jetzt machen wir uns das mal etwas großzügiger weg. Die Autos schweben in der Luft. Naja, die fahren jetzt auf der Erde. Alles gut. So, da setzen wir uns bitte einmal... das Autobahnkreuz hin. Jetzt muss ich nur noch wieder rausfinden, wie das mit dem Drehengang ging. Eieiei, so ging's. Es ist echt noch zu klein. Ich fasse es nicht. Einmal... dahin bitte. So. Autobahn. Ja, das war Quatsch. Das müssen wir einmal umdrehen, bitte. Und einmal dahin. Das sieht auch halbwegs gut aus. Das können wir jetzt schon weiterlaufen lassen. Nur die Ecke, die will ich noch mal ein bisschen hin und her schieben. Die gefällt mir tatsächlich nicht. So. Ja. Hier ist noch so ein kleiner Buckel drin. Da. Ja, das ist gut. Alles klar. Hallo, Friendly, Seal. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Okay, das ist gut. Ich denke, so machen wir das. Und hier werden wir dann die Autobahn jetzt langziehen. Und ich würde das gerne hier rüberbringen, an der Stelle. Dort gibt's, dort ist es auch schon ein bisschen höher. Den Countdown bauen wir heute auch noch. Das machen wir auch noch. Es gibt auch einen großen Countdown, genau. Den wollen wir auch noch bauen heute. Definitiv. So, jetzt fahren wir aber erstmal die Autobahn weiter. Und ich würde hier gerne eigentlich die Lärmschutzautobahn bauen. Aus Sicherheitsgründen. Wir fahren ja da vorne relativ dicht vorbei. Jetzt machen wir uns mal einen Bogen. Ich würde nämlich gerne... genau. Wir können mal gucken, dass wir hier eine Autobahn mit Lärmschutzwand
dass wir uns hier gleich eine zweite Autobahn hinzubauen, dass wir das tatsächlich identisch bauen. Na, wir brauchen ein bisschen mehr Abstand. Ja, das ist immer noch zu wenig. Wir gehen mal auf 40. Was das ungefähr? Ah, 40 könnten schon wieder zu viel sein. Ah, ich kenne tatsächlich jetzt den Standardabstand nicht. Ich will das so halbwegs natürlich auch hübsch machen. Geh mal auf 36. Ja, das sieht gut aus. Okay, gut. Also, dann gehen wir auf die geschwungene Straße. Einmal von da ab, bitte. Ich möchte gerne dahin, bitte. 32. Danke, danke. Ja, dahin. Zack. So, ernsthaft? Egal. So. Also, das haben wir. Wir müssen die Straße dann gleich nochmal umbauen, aber das kriegen wir hin. Jetzt gehen wir einmal hier rüber. Wir wollen grob in die Richtung. Einmal dahin, genau. Soll ich eigentlich da hinten ein bisschen anheben, dass wir hier zumindest, so ein bisschen. Zumindest so ein bisschen auf einer Brücke bauen. So, dass wir hier so ansatzweise hinkommen. Und von hier aus gehen wir jetzt gehen wir dann nach unten. Na, das macht er auf der Seite nicht. So, oh, was hat er denn da gebaut? Soll das so aussehen? Das ist ja spannend. Wir lassen es als Mahnmal stehen. Das ist ja interessant. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, eine Autobahn zu bauen. Oder ob das tatsächlich jetzt am... oder ob das an der Mod liegt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir das Ding jetzt mal gerade weiterziehen. Und wir wollen da hinten hin. Und da bauen wir uns jetzt erstmal ebenfalls unser Autobahnkreuz rein. Jetzt gerne da hinbauen. Das machen wir ein bisschen größer. Oh, das muss noch größer gemacht werden. Ich denke, so sollte es hoffentlich passen. Nehmen wir uns einmal die Autobahn hier. Das einmal daran. Das daran und das daran. Sieht das halbwegs gut aus hier? Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so lassen.
Da müssen wir noch einmal justieren. So. Ja, das sieht gut aus. Das lassen wir so. Okay. Dann gucken wir einmal, dass wir hier weiterbauen. Und hier, was das auch immer ist hier. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, jetzt kann ich das Stückchenweise wieder abreißen. Keine Ahnung. Da werde ich mal gucken, ob ich das offline... Also wenn das einer schon mal hatte, schreibt es gerne mal. Das ist mir echt ein Rätsel. Wir gucken mal, dass wir hier weiterbauen mit der Lärmschutzwand. Und eigentlich möchte ich gerne von hier aus in einen Tunnel gehen. Vielleicht können wir das doch... Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass das Ding jetzt auch... Nee, das geht. Spannenderweise. So. Ah, das macht irgendwelche Probleme hier. Von hier aus. Dann werden wir das einfach mal von hier aus starten. Und ich möchte von hier jetzt gerne in den Tunnel gehen. So. Und das werden wir jetzt einfach lange Meter hier hinführen. Gucken nicht, dass die Kurve hinten zu steil wird. Einmal dahin. Na, das kann er nicht. Also irgendwo scheint der Anschluss hier ein Problem zu sein gerade. Dann machen wir das hier auch nochmal neu. Einmal. Na, noch ein bisschen länger. Nicht ganz so lang. Ja. Einmal dahin bitte. Und einmal nach oben. So. Na, verdammt. Dann lassen wir das jetzt weg und werden den Anschluss hier einmal manuell machen. Einmal dahin und einmal dahin. So. Damit dir das gleiche von hier. Einmal dahin und einmal daran. So. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir hier auch in Ruhe Möglichkeit, alles zu bauen. Dann geht es einmal da weiter und da lang. Einmal dort und dort. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal umdrehen. Ja, und dann sind wir auch schon fast fertig mit unserer Autobahn. Am Ende muss beim Ende die Fahrtrichtung ändern. Genau, wir müssen das für die gesamte Autobahn... Ah, verdammt. Wir müssen das für die gesamte Autobahn noch machen. Die Fahrtrichtung ändern. Aber jetzt machen wir erstmal da den Anschluss. Und einmal da den Anschluss. So. Fahrtrichtung. Nicht, dass wir das jetzt in die falsche Richtung ändern. Warum ändert er jetzt tatsächlich beides immer? Das kann sich jetzt nur noch in Stunden handeln. Die Ecke sieht auch nicht allzu hübsch aus. Ich muss ja sagen, da hoffe ich ja tatsächlich drauf, dass es irgendwann mal bessere, dass es irgendwann wirklich die Möglichkeit gibt, dass das ins Spiel integriert ist. Das jetzt alles hier manuell zu machen, das ist ja wirklich, vielleicht so auch parallele Straßen zu bauen und sowas. Ja, ich meine, das kriegen andere Spiele ja auch hin. Das dauert ja, Gott, das dauert ja Stunden, bis du da fertig bist. Aber wir klicken uns hier durch. Wir können das ja eigentlich schon mal weiterlaufen lassen. Wir können nebenbei mal versuchen, ob wir das Ding hier wieder abreißen können. Interessanterweise kann man immer so kleine Stückchen abreißen. Warum auch immer. Kann man hier noch was anbauen? Nee.
Vielleicht, wenn wir mit Anarchie bauen und oder mit Anarchie abreißen. Also was auch immer er hier gebaut hat. Entschuldigt bitte, dass das so laut ist. Ich habe keine Ahnung, was er hier gebaut hat. Und auch nicht, warum man das nicht abreißen kann. Naja, wir lassen das als Mahnmal stehen. Und so viel zum Thema Mods übrigens. Also Modifikation. Genau. In 2 soll es dieses Parallel-Snapping Default geben. Ah, das wird auch echt mal Zeit, ganz ehrlich. Das ist ja nicht mehr schön. Wenn das nicht parallel geht. Das macht ja dann auch wirklich, das macht ja auch keinen Spaß mehr irgendwann, ne? Das ist das Minicule-Bauwerk. Unnütz, sieht Mist aus und ist nicht mehr wegzubekommen. So können wir das gerne definieren, ja. Das wäre für mich okay. So, jetzt macht er das auf allen Seiten. Jetzt werde ich mal gucken. Alter, ist das nervig. Also, es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir hier durch sind. Herzlich willkommen in einem Livestream. Kaum haben wir es fertig, funktioniert's. Okay, also, die Autobahn läuft. Die können jetzt hier langfahren. Das hier haben wir festgestellt, ist das Minicule-Bauwerk. Wie gesagt, ich werde das mal offline versuchen, hier rauszubauen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das muss irgendwie aus dieser Mod passiert sein. Das hat irgendwas mit der hier zu tun. Mit dem Ding. Warum auch immer. Aber gut. Können wir mal versuchen, das mal auszumachen. Und mit dem normalen Tool das mal wegzureißen. Idealerweise ohne Tunnel. Na. Idealerweise ohne Tunnel. So, und da gucken wir mal, das ohne dieses Tool wegkriegen. Faszinierend. Ah ja. Man muss nur oft genug draufklicken. Wir kriegen das weg. Was zum Henker hat dieses Ding da gebaut? Alter Falter, ey. Ist ja unglaublich. Ich mach mal gerade den Sound hier mal leise von dem Ding. Dieses Geklicke müsst ihr euch, glaube ich, nicht anhören. Aber ihr seht, es entfernt sich. Ich höre das Geklicke noch. Wenn du die Straßen änderst oder die Fahrtrichtung änderst, klappt das bei mir mit der rechten Maustaste und ziehen. Ja, ich weiß. Ich hab eine Mod. Warte. Kann ich euch gleich zeigen. Ich habe eine Mod installiert, die mir diverse Möglichkeiten gibt. Warte, gleich ist soweit. Gleich ist es soweit. Er hat nur gefühlt 780 Milliarden Mal. Ja, und sie ist weg. Und sie ist weg. Was für ein Zufall. So, jetzt kann ich den Sound ein bisschen lauter machen. Und da ist es weg. So, das ist eine andere Mod, die ich installiert habe. Das ist die, es ist nicht Zoom It, sondern das ist Acme, die hier. Und wir können das ja mal live machen. Ich habe hier zum Ziehen die sekundäre Maustaste. Wir machen eine Steuerung und sekundäre Maustaste. Dann ist das hier mit der Steuerung und Maustaste jetzt belegt. So. Haben wir es mal live gemacht. Modliste bei YouTube in der Videobeschreibung. So, nächstes Thema. Wir wollen genau hier ein Autobahnkreuz machen. Dazu werden wir die Autobahn langsam wieder raufführen, wieder runterführen. Und hier wollen wir dann ja weitergehen. Das ist aber auch duster heute, ne? Wo ist denn der Mond hin? Der Mond ist weg. Und wir bauen die Autobahn, also das Ganze bis hierhin. Und hier hinten kommt dann das Industriegebiet hin. So ist zumindest der grundlegende Gedanke. Und bevor das hier noch düsterer wird, fangen wir mal an in unserer Stadt, da wo es Licht leuchtet. Ach, du grüne Neune. Jetzt sage ich hier gerade, das Licht leuchtet. Ja, und dann brennt das und fackelt uns die Bude hier ab, ey.
So, das machen wir auch mal weg. Und wir sollten hier nicht lange... wir sollten hier nicht lange Probleme haben. Denn hier hinten gibt es ja neue Wohnhäuser. Also das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Wenn wir gerade dabei sind, dann können wir mal schnell schauen, ob die Wohnhäuser hier... Wie das hier mit der... Also mit der Gesundheit können wir auch mal schauen. Ich glaube... Nee. Ich wusste nicht. Reißt die Hütte ab. Baut auf und reißet nieder. Immer und immer wieder. So sieht's aus. So, ich wollte in den Bodenrichtwert einmal rein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal einen Park bauen. Aber habe ich hier nicht irgendwo einen Park gebaut? Da ist einer. Ich bin ja so ein großer Fan von diesen japanischen, von diesem japanischen Park. War das der da? Oder war das dieser Garten? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir suchen das. Wir nehmen mal direkt hier den Einstieg. Es gibt hier nämlich diesen japanischen Garten. Den gibt es ja in Düsseldorf auch. Den finde ich total schick. Einmal dahin. Dann sollten wir den ganzen Bereich hier abgedeckt haben. Und da vorne fehlt auch einer. Dann bauen wir das mal direkt hier an die Hauptstraße. Pop. So. Ah, herrlich. Ich liebe diesen... Also diese japanischen Gärten, ich finde die so hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt sollten hier diese Häuser auch gleich weiter aufgerüstet werden. Okay. So. Also. Dann haben wir jetzt wieder das Licht. Und dann werden wir hier schon mal das Autobahnkreuz bauen. Das lassen wir auch mal leicht schräg hier sein. Und ich würde übrigens auch die Straße wieder abreißen. Denn ab hier vorne brauchen wir nicht mehr mit Straßenbahngleisen. Das machen wir ohne. Da führen wir ganz normale Straßen. Da führen wir... Ja, ist klar. Da führen wir ganz normale Straßen hier vorne hin. So. Ich habe tatsächlich ja auch da eine Lieblingsmod. Ich finde hier die hier, die ich hier beim letzten Mal... schon mitbekommen hat. Die finde ich richtig hübsch mit diesem Kreisverkehr. Die würde ich auch tatsächlich hier wieder bauen. Jetzt müssen wir mal ganz grob gucken, dass es unterirdisch auch passt. Bisschen weiter weg bitte. Einmal dahin. Ja, da fehlt die Autobahn. Das kommt gleich. Das schließen wir gleich an. Obwohl hier vorne könnte es knapp werden, ne? Ah, Schmarrn, das kriegen wir hin. Fährt hier denn schon einer drüber? Nö. Keine Action auf dieser Autobahn. Nun denn, das werden wir ändern. Wir wollen ja auch hier vorne ins Industriegebiet hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier nochmal eine Industrieabfahrt machen und dann vielleicht hier einen Bogen schließen. Das könnte man machen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. So, jetzt müssen wir nochmal ein Gebäude hier abreißen. So, und hier vorne haben wir jetzt mittlerweile auch genug Leute, die da leben. Dann sollten wir... Hier haben wir allerdings nicht genügend intelligente Arbeiter. Ja, dann sollen wir von da hinten einfach welche rüberziehen. Moment, da hinten brennt es auch. Wie sieht's hier aus? Der Bud Spencer Zoo ist dieses Mal nicht abgefackelt. Ach, du grüne Neune. Großbrand! Nein! Ist das unser Hotel? Das Beste vom Besten ist abgebrannt! Oh mein Gott! Das Beste vom Besten ist abgefackelt! Ich fasse es nicht. Kein Witz, das steht da wirklich. Leute, das ist das Ultimative. Das ist das Beste vom Besten in unserer Stadt. Und das ist abgebrannt. Wir können das ganze Let's Play gleich beenden. Das Beste vom Besten, einfach abgebrannt. Ach, herrje. Na, dann reißen wir es einfach ab, dann hat es keiner gesehen. So, gut. Na, das hat das Spiel jetzt gar nicht gemocht, dass ich das Beste vom Besten abgerissen habe. Jetzt ruckelt es gerade ganz schön. Egal. So, wir gehen wieder hier rüber und bauen unsere Autobahn weiter. Eigentlich könnte das kleine Stück auch gleich so bauen. Nee, das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir hier in den Tunnel reingehen. So, also... Einmal die Straße, bitte.
Gucken wir mal, dass wir... Zack. Genau. Jetzt müssen wir tatsächlich das Ding dort einmal abreißen. So. Also, einmal von hier aus bitte. Ich glaube, wir sind bei 12 Meter, ne? Es könnte knapp werden. Ich weiß ja nicht, ob ich diese Kurve so mag. Wir werden die Kurve mal ein wenig justieren. So. Nächste Kurve. 3, 4, 5. 12 Meter und darüber. Das werden wir auch ein bisschen justieren. So. So, alles klar. Gut, passt. Ist das mit Sicherheit wieder die falsche Richtung, oder? Ja, natürlich. Machen wir auch gleich. So, dann haben wir den Bereich. Dann können wir einmal von hier. Das sollte aber tatsächlich... Das vielleicht doch leicht in der Kurve machen. Doch gerade. Einmal daran bitte. Und einmal. Einmal daran. Ja, das gefällt mir nicht ganz so gut, dass das hier nicht auf gleicher Höhe ist. Gucken wir mal, ob wir das noch besser hinkriegen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ne, bevor wir es kaputt machen, lassen wir es mal so. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Und dann können wir jetzt hier die Straße anschließen. Müssen immer mal so ein bisschen den Verkehr im Auge behalten. Wir sind echt bei 80%. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Hattest du bei SimCity 5 Godzilla gerufen, wo es immer zur Mülldeponie gelaufen ist? Habe ich, glaube ich, nie gemacht. Gab es einen Godzilla? Keine Ahnung. So, Straße. Wir machen jetzt hier einen schicken Bogen ran und gehen da vorne ran. Und ich hätte gerne... Tja, was nehmen wir denn? Eine Vierer? Nee, ne? Eine Landstraße. Eine Autobahn haben wir gerade gemacht. Ich würde tatsächlich hier noch... diese Straße nehmen. Sechsspurige Straße mit dekorativem Gras. Ja. Ich denke, die nehmen wir. Gucken wir mal, dass wir hier in so einem schönen Bogen einmal genau daran. Genau. Ja, dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann haben wir den Teil auch angeschlossen. Und sobald das Licht aufgeht, gucken wir uns mal den Rest an. Aber solange will ich jetzt einmal auf zwei Sachen noch gucken. Das müssen wir auch noch regelmäßig überprüfen. Einmal, wie es mit dem Bud Spencer Zoo aussieht. Da sind wir bei 8.500 von 10.000. Also ganz kurz vor dem 5-Sterne-Level. Und wir müssen natürlich einmal gucken, was hier los ist. Und... Oh, es läuft gerade. 62 von 300 Zuschauern. Nestor ist hier und spielt. Ja, das sieht doch gut aus. Tina Turner Festival. Und hier vorne, da ist das Stadthotel. Und ich will einmal in die Hotels rein. Und das sind übrigens nicht die königlichen Hotels. Die königlichen Hotels von den Nerds. Und... wir sind bei 11.000 Euro Gesamtgewinn.
Wir brauchen einen wöchentlichen Gewinn von 15.000, dann kriegen wir die Viererstufe. Da müssten wir mal gucken, ob wir irgendwo noch ein Hotel bauen können. Das ist, wo ist denn das Kleinhotel hier? Ach, das Ding bringt echt gar nichts. Das ist ja schade. Ja, ist relativ wenig Sightseeing, ne? Aber wir haben das schon ganz runtergeschraubt. Ja, dann ist es so. Schade, schade. Okay, da lassen wir das lassen wir mal bleiben. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch ein paar schöne andere Hotelecken haben. Wie sieht's denn hier hinten aus? Ja. Was wird hier wohl verarbeitet? Kommt einer drauf? Ich weiß es nicht. Naja. Gut. Genauso ein stinkiges Gebiet wollen wir auch bauen. Hier müsste es noch irgendwo ein kaputtes Gebäude geben. Oder war das hier? Ne. Also, wir machen weiter. Und, oh, es fährt das erste Auto. Wo will es denn hin? Verlässt die Stadt. Nein! Löschen. Hier kommt keiner raus. Unglaublich. Ansonsten reißen wir die Straßen ab. Gut, also. Das nächste, was wir machen wollen, ist hier rüber zu gehen. Und hier gibt es ein unheimlich cooles Gebiet. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Und da müssen wir jetzt mal gemeinsam entscheiden, was wir damit machen. Abreißen, drumrum bauen, Touristenattraktionen. Und das ist einmal hier. Dort die Gleise entlang. Und ich mache mal die Cinema-Kamera an. Dort die Gleise entlang. Highspeed, sage ich euch, Highspeed. Vielleicht machen wir das doch ein bisschen schneller. Gibt es ein altes Industriegebäude? Ist das cool? Da seht ihr sogar die alten kaputten Fenster. Und da liegt richtig noch der Schrott drinne. In diesem alten Industriegebäude hier. Jetzt ist die große Frage, was machen wir damit? Reißen wir das einfach gnadenlos ab? Nutzen wir das weiter? Was machen wir damit? Was machen wir mit dem Industriegebäude? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was meint ihr? Was können wir damit machen? Wollen wir das weiter nutzen? Wollen wir das zur Touristenattraktion ausbauen, Hotel bauen? Ein paar schöne Sachen. Guck mal, ist sogar noch ein altes Auto. Steht hier noch rum. Das ist schon ziemlich schick, muss ich sagen. Hat schon irgendwas, ne? Also abreißen, dafür ist es mir ehrlich gesagt zu schade. Das finde ich echt, weiß ich nicht. Jetzt gucken wir uns nochmal die Erzader an. Und es steht halt auch genau in der Mitte von der Erzader. Das heißt, wir können hier Erzindustrie aufbauen oder hier. Und das macht eigentlich erstmal hoffentlich nichts. So, wo wir beim Thema Erzindustrie sind, das ist das nächste Thema. Jetzt will ich von hier eine Brücke oder eine Straße haben. Die geht einmal hier als Brücke rüber. Und die Gleise lassen wir auch erstmal stehen. Und dann gehen wir grob bis hier hinten hin. Hier ist erstmal das Ende, denn hier ist ja auch die Erzindustrie zu Ende. Und dort bauen wir dann unsere nächste Industrie auf. Ja, müssen wir mal gucken, ob die Straße hier so funktioniert. Und von hier aus nehmen wir mal... Ich weiß nicht, ob wir von hier aus direkt eine Industriestraße nehmen sollten. Wir haben ja hier... Ne, das ist ja die... Das ist die falsche. Wir haben ja die neun großen Industriestraßen. Die könnte man durchaus nehmen, aber... Ich weiß nicht. Ich würde von hier aus tatsächlich nochmal eine normale Straße nehmen. Allerdings ohne Bewuchs oder sowas. Bleiben mal bei der normalen sechsspurigen Straße. Ja, ich denke Gras an der... Nee, das Gras lassen wir auch weg. So, einmal dahin. Wollen wir hier einmal dekorativ drüber gehen? Einmal mit 12 Metern. Einmal wieder
So, passt das ungefähr? Ja. So. Und jetzt wollen wir grob in... Ah, ich denke, wir können schon... da lang gehen. Und von hier aus vielleicht so einen leichten Schlenker an diesem Gebäude entlang. So. Na, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht ganz so gut. So. Ja. Ja, das sieht gut aus. So, dann gehen wir hier in so einem leichten Schlenker hier entlang und dann müssen wir wirklich mal gucken, was wir da machen. Ich würde das wirklich erstmal stehen lassen als Mahnmal oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir uns dann mal angucken. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch mehr Leute. Wir können hier hinten irgendwann auch noch ein komplett neues Wohngebiet machen. Wenn wir hier nämlich eine verarbeitende Industrie hinbauen, dann können wir hier in diesem Bereich guten Wohngebiet machen und hier eine Zwischenstraße bauen, sodass wir das von hier aus versorgen und dort hoffentlich dann auch ein bisschen den Traffic raushalten. Das sieht ganz gut aus. Bevor wir weitermachen, müssen wir aber mal die Straßen hier unten abreißen. Und ich habe tatsächlich keinen automatischen, das wollte ich nicht, keinen automatischen Bulldozer installiert. Ein Zaun drum bauen, das könnte man tatsächlich machen, ja. Wie gesagt, ich habe keinen automatischen Bulldozer aktiviert, weil ich bei einem automatischen Bulldozer nicht merke, wo ich Mist baue und wo es Probleme gibt. Da werden die Gebäude einfach abgerissen. Das habe ich dann einfach nicht unter Kontrolle und das bringt mir dann nichts. Jetzt will ich einmal noch hier hinten gucken, wie es hier aussieht. Oh, der Verkehr läuft sogar. Erstaunlicherweise. 79%. Bin schwer begeistert. Wir sind schwer begeistert. So. Einmal weiter hier hinten hin. Das ist unsere Hauptattraktion im Moment. Und dann gucken wir mal, dass wir in die Industrie gehen. Zack. Und hier einmal weiterbauen. Die einzigartigen Fabriken brauchen wir nicht. Ich hätte gerne die Erzindustrie. Und muss neben einer Straße platziert sein. Ja, wir wollen erstmal das Hauptgebäude bauen. Und dann werden wir uns mal das Erzgebiet, Landwirtschaft, Erz, genau. Förderanlage Holz. So, das wollten wir haben. Also Erzindustrie, gucken wir mal, wir haben ein Erzhauptgebäude, Erzindustrie Arbeiterunterkunft, eine große Erzmine, die brauchen wir dann hier in diesem Gebiet, eine kleine Erztiefbaugrube, eine kleine Mine zur Erzförderung unterirdischen Rohmaterials in der Erzindustrieförderanlage muss auf einem Erzvorkommen innerhalb eines Industriegebiets platziert werden. Das ist mir bewusst. Ich bin nur am Überlegen, wie wir das am besten organisieren, das Ganze. Wir müssen ja hier geschätzte Produktion 5600 Einheiten pro Woche. Das sind 3200. Dann können wir besser die große bauen. Einmal. Also da hätten wir auf jeden Fall genug Erz. Okay, das machen wir. Und dann schauen wir, dass wir daraus dann... Wir können hier Glas draus produzieren. Was ist das? Eine Schleifmühle. Dann eine Drehofenfabrik. Eine Glasfabrik. Und einen Sandspeicher. Das gucken wir uns nochmal alles in Ruhe an. Natürlich einen Erzzaun, ganz klar. Okay, wir bauen erstmal das Wichtigste. Es gibt auch eine große Erzmine. Nee, ich will so ein großes Ding hier haben. Genau, so ein großes Ding bauen. Aber erstmal, der Beginn des Ganzen ist wie immer ein kleines... Was? Der Freundschaft? Die Freundschaftsader? Nein! Ihr Lieben, wie wollen wir unsere Erzindustrie nennen? Wie wollen wir das Ganze nennen hier?
Und jetzt brauchen wir natürlich erstmal, jetzt gehen wir mal in die Pause. Jetzt brauchen wir Heizung, Strom. Strom müssten wir tatsächlich haben. Da habe ich eine Mod installiert, die das über die Straßen bringt. Das funktioniert. Wunderbar. Dann gucken wir erstmal, dass wir das Wasser und die Heizung hier hinlegen. Und dann werden wir uns... Das machen wir einmal von da aus, bitte. So. Einmal da lang, bitte. Zack. So, dann gibt es hier auch Hitze. Und jetzt sind wir schon wieder in der Nacht. Ich denke, das reicht aber aus, um auf jeden Fall unser Industriegebiet hier zu definieren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, bis wohin wir das treiben wollen. Wir sollten auf jeden Fall erstmal mit einem Erzförderer anfangen. Wir können es ja hier hinten schon gleich weitermalen. Mit einem zweiten Erzförderer. So. Okay, ich denke, das sieht gut aus. So, dann will ich erstmal hier einen Erzförderer bauen und hier vorne setzen wir die verarbeitende Industrie hin und dann will ich ein Gebäude bauen, das hatten wir beim letzten Mal, das gab es mit dem letzten großen Update, also dem vorletzten großen Update, das letzte große Update war ja das mehr oder weniger finale Update, bis es City Skylines 2 gibt und da gab es ein Gebäude, das muss ich jetzt nur mal wiederfinden. Das war, glaube ich, bei den einzigartigen Fabriken und dann bei den Lagergebäuden. Da müsste es sein. Und da gibt es das große Lagerhaus. Und hier gibt es eins, ich weiß nicht, ob es das war. Da, das ist es. Das Lagerhaus. Entschuldigung, mein Näschen juckt. Das Lagerhaus mit Eisenbahnanbindung. Und das will ich hier auf jeden Fall haben, damit hier direkt die Eisenbahn in das Ding fahren kann, finde ich. Richtig, richtig cool. So, ja, von hier aus, tja, jetzt müssen wir natürlich hier auch die Arbeiter hinkriegen. Das ist jetzt die nächste große Herausforderung. Und hier will ich eigentlich eine U-Bahn-Strecke machen. Die müssen ja hier auch erstmal, alle hinkommen. Und die karren wir entweder Nummer 1 mit der U-Bahn an, von hier. Aber das ist ja auch relativ weit weg. Deswegen würde ich tatsächlich auf der Seite hier eine Arbeiterunterkunft bauen und die hier oben, da steht nämlich, da ist so ein komischer Stein, hier in diesem Gebiet würde ich nämlich gerne eine weitere Stadt bauen dann zusätzlich, aber erstmal karren wir die mit der U-Bahn an, bis hier das Teil läuft, denn an der Ecke hier vorne gibt es eigentlich keine, also hier gibt es so ein bisschen Erz, aber hier in diesem Bereich gibt es eigentlich keine nennenswerte Industrie. Wir können dann eigentlich, wir könnten dann sogar hier die Gleise verlegen, aber hier in diesem Bereich können wir durchaus eine kleine Stadt bauen. Da mache ich mir dann mal Gedanken. Oder wir zusammen, wie wir das bauen, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das müssen wir dann mal überlegen. So, jetzt machen wir aber erstmal hier vorne weiter. Und einmal in die Erzindustrie. So, jetzt brauchen wir Arbeiterunterkünfte. Jetzt müssen wir mal gucken, hier sind 12 von 45 Arbeitern. Das ist natürlich nicht allzu viel. Ich denke, wir werden mal zwei bauen. Und, na, wir sollten tatsächlich mit der U-Bahn anfangen. Dass wir die U-Bahn-Haltestelle setzen. Dann nehmen wir mal eine ganz normale. Ja, einmal auf der Seite bitte. Dann können die hier nämlich direkt aussteigen. Hier dran. Und hier neben, da setzen wir jetzt die Arbeiterunterkünfte hin. Wir machen mal von hier aus schon eine Industriestraße. Eine vierspurige nach oben. In die Richtung. So, ihr Lieben.
Ich muss ganz kurz einmal... Wir wollen unsere Straße weiterbauen. Also die Regierung hat nach dir verlangt. So sieht's aus. Und wie sagte der Trigema-Chef schon immer, das war bei einem Interview, ihr kennt Trigema, ich weiß nicht, wie er heißt, die sind, oder heißt er so? Keine Ahnung, von diesem großen Klamottenhersteller, der auch Aldi und Co. beliefert, der wurde im Interview mal gefragt, was ist dein Geheimnis für eine erfolgreiche Ehe? Und da sagt er einfach trocken, ich mache einfach das, was meine Frau sagt und alles ist okay. Genauso läuft es hier auch und uns geht's super. Also, in dem Sinne, wir spielen weiter. Und wir bauen uns erstmal eine Industriestraße. Und jetzt müssen wir bei dieser Industriestraße gleich mal gucken, wie wir das hier ein bisschen planen. Also jetzt müssen wir erstmal die Straßenverbindung hier ein bisschen planen. Wir müssen das auf jeden Fall alles hier unten zentral hinbringen. Da müssen dann die Arbeiterunterkünfte hin. Die müssen dann auch ein bisschen verteilt werden. Wir wollen in die Richtung hier, wollen wir den Bereich haben, wo produziert wird. In dem Bereich hier und hier wollen wir das Ganze haben mit dem Erz. Deswegen würde ich gerne hier eine Straße bauen, hier eine Straße und ich zeige es euch mal. Bevor ich es hier großartig rumpalaber, wir machen meine mittlere Industriestraße. Das bauen wir von hier ab. Jetzt machen wir uns mal Erzader an. Machen wir bitte nicht geschwungen, sondern einfach ganz stumpf gerade. So. Ja, ich würde sagen, ein können wir noch weitergehen. Genau. Gehen wir einmal gucken, dass wir hier so ganz grob die Einteilungen einhalten. Dahin. Und dann würde ich hier eine kleine Straße bauen. Jetzt gucken wir mal, dass wir den großen Erzförderer nehmen. Genau. Ja. Eine kleine Straße jeweils. Hier und dort. Und da platzieren wir die Erzförderer dran. Das ist eine kleine zweispurige Industriestraße. Mittig rein bitte. Einmal da lang. So. Da kommen die Industrieförderer ran. Na, passt das? Ja, sehr gut. Zack, einmal dahin. Und einmal... Ah, wir könnten ihn sogar da oben hinbauen. 5600. Ist aber okay. Na, einmal dahin bitte. Sehr gut. Boah, ist das ein geiles Teil. Ist das geil. Ich liebe es. Ah, die Dinger sind schon ein Monstrum der Technologie, muss ich sagen, um unseren Ressourcenhunger zu, wie heißt das? Befriedigen. Befriedigen heißt das Ganze. Heißer Kaffee. So. Ah, ist das toll. Okay, gut. Ist so. Also hier wollen wir jetzt auch keine Arbeiterunterkünfte machen. Die möchte ich jetzt hier an der Seite machen. Deswegen habe ich das jetzt so ausgebaut. Die müssen natürlich hier mit hin. Und müssen wir mal schauen, ob wir hier dann wirklich eine kleine Brücke drüber bauen. Das können wir vielleicht. Das können wir vielleicht tatsächlich mal. Gott. Nein, jetzt muss ich... Ich suche immer die Fußwege. Wenn man in echt vor den Dingern steht, ist das schon sehr beeindruckend. Ah, wir hatten hier mal welche bei uns in der Nähe. Das ist schon sehr beeindruckend, ja. Also, da. Wahrscheinlich dieser kleine Fritze. Nee, das sind die falschen Fußwege. Es gibt ja nämlich zwei Arten von Fußwegen in dem Spiel. Einmal die coolen Fußwege und die anderen coolen Fußwege. Und das ist der normale Pflasterweg. Genau. Einmal... So, also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir wollen ja... Nee, als Tunnel. Kommen wir da so rüber? Nee, das ist ja viel zu niedrig. So, das geht auch nicht. 9 Meter vielleicht. 9 Meter geht.
einmal darüber. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da noch rankommen. Ich meine, das ist ein Fußweg. Ah, ist das ärgerlich. Nee, das gefällt mir nicht. Tunnel vielleicht? Wir könnten vielleicht von da aus starten. Ah, da ist natürlich jetzt auch der... Da ist natürlich der... Der Eisenbahntunnel drunter. Okay, dann müssen sie tatsächlich hier rüber gehen. Über die Kreuzung. Müssen wir mal gucken. Können wir uns nochmal Gedanken machen im Stream. Wie wir das hier machen. Ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich würde gerne eine Brücke bauen. Aber wir müssten dazu wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich müssen wir das Ding wirklich abreißen, ne? Und nochmal versetzen. Was ist denn, wenn wir das da hinsetzen? Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Vorschlag angenommen. Und dann gehen wir von hier aus. So, wir brauchen ja... Ah, von da können wir nicht los. Und da. 3, 6. Ah, wir kriegen hier keine 9 Meter hin. Und 6 Meter ist für die Industrieverbindung zu klein. Mist. Doch von da aus? Ne. Können natürlich mit dem Anarchie-Mode bauen. Das geht, das ginge. Dann machen wir das mit dem Anarchie-Mode und dann ist gut. So. Gut. Dann haben wir das. Dann machen wir das so. Anarchie-Mode. Und dann können die von hier aus einmal hier rüber gehen. Und dann sperren wir hier auch nicht die ganzen Sachen. Okay, gut, dann haben wir das. Dann können wir hier schon mal weitermachen. Genau, wenn wir das mit dem Anarchiemund aktivieren. Das können wir auf jeden Fall machen. Die Kreuzung können wir schon mal... Moment, Moment, jetzt bin ich gerade... Ich bin total... Parkverbote? Nee. Alles gut. Ich war gerade kurzzeitig abgelenkt. So, also. Industrie bitte. Ja, hier so einen kleinen Bagger noch an die Seite. Nein, wir wollen jetzt einmal die Arbeiterunterkünfte machen. Jetzt machen wir das mal ein bisschen größer. Und da kriegen wir die Erzindustrie der Arbeiterunterkünfte hin. Ist die Frage, wie viel wir hier machen wollen. Ich würde erstmal... 2 sagen von hier aus. Und jetzt hat er hier ernsthaft die Brücke abgerissen. WTF. Warum das denn? Nein! Muss ich den Anarchiemut wieder anmachen? So. So. Passt. Dann können die da rüber dackeln. Da wächst jetzt ein bisschen Gras. Da muss der beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen. Und da können sie da rüber dackeln und dort dann einmal blub, einmal leben. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Wasser noch hinbringen. Beziehungsweise Wasser mit Heizung am besten. Fahren wir mal da lang. Du brauchst auch ein bisschen Heizung. Ja, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Da mit. So. Wunderbar. Sehr schön. Ich würde sagen, das sieht doch schon mal sehr, sehr cool aus.